Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich mit euch Bellybänder machen. Dafür habe ich das digitale Papier von der lieben Gudrun verwendet. Das sind Tapetenmuster. Habe auch noch ein paar Kabinettkarten ein bisschen auseinandergeschnitten. Wir verwenden Lexikonpapier, Verpackungsmaterial und wir spachteln. Ist alles sehr einfach, geht auch schnell. Mit den Papieren kann man sehr viel machen, weil die so unterschiedlich sind. Ja, die Farben passen zueinander und man kann die total schön mixen. Da sieht man schon, die sind so eingeteilt in verschiedene Bahnen. Da werden wir uns eine aussuchen. Sind auch normale, komplette Muster drauf, ist auch sehr schön. Und die Kabinettkarten, die habe ich ja schon mal verwendet. Das ist jetzt nur ein Teil von dem großen Papierset. Ich habe mich jetzt für diesen Streifen entschieden und dieser kommt auf die Rückseite. Man sieht, es ist eigentlich schon im Papier vorhanden, diese braunen Flecken, also so Vintage-Flecken. Da braucht man dann auch nicht mehr viel für den Rand. Dann können wir uns jetzt entscheiden, welche Seite wir nehmen. Ja, ich glaube, wir nehmen die, das ist echt sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, weil das ein bisschen breiter ist wie meine Rahmen, die ich schon vorbereitet habe. Man könnte es jetzt noch ein bisschen. Ja, kleiner machen, aber jetzt lassen wir es einfach so. Das ist aus Verpackungsmaterial, so Wellpappe. Habe ich da grob einen Rahmen ausgeschnitten. Und das haben wir so überlegt, dass wir die da so platzieren. Kann man ja anordnen, wie man möchte, ob man es im gleichen Abstand macht, versetzt vielleicht. Ich glaube, das machen wir jetzt versetzt, so. Von der Länge her kann man es dann immer noch kürzen, dass es ins Journal passt, wenn ich es zu kurz habe. Gut, kann man anstückeln und zu lang ist halt einfach, geht schneller, kann es abschneiden. Aus einem Lexikonpapier möchte ich darunter das so ankleben und dann schneide ich das noch aus. Das habe ich jetzt dreimal mal gemacht. Ich habe es jetzt nicht komplett genau abgeschnitten. Das kann jetzt sein, dass da ein bisschen was übersteht. Das ist jetzt bewusst so. Man kann es natürlich komplett genau machen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einmal so in etwa. Jetzt klebe ich das drauf und dann schneide ich in der Mitte eben so ein Guckloch durch. Man könnte es jetzt durchreißen auch. Kann man auch probieren. Warum nicht? Das sind ja so viele Möglichkeiten. Jetzt kleben wir mal das da zusammen. Es ist halt ganz schön, weil da ja das gewellte Papier, das gefällt mir halt gut. Machen wir da mal ein Loch rein. Dann reißen wir das einmal aus. Bei den anderen habe ich es schön ausgeschnitten, das sieht man dann.
Ich möchte es halt nicht so gleichmäßig drum. Ich mache jetzt einer Seite ein bisschen mehr weg. Man kann ja mehrere Rahmen machen und das noch erweitern. Ist ja auch noch möglich. Kann man ja so schön variieren. Dann machen wir da weiter mit der Schablone. Die Schablone sollte jetzt in dem Fall auch nicht vom Muster her größer sein, weil ich möchte diese Fensterrahmen da oben drauf geben dann auf der Schablonierte. Und wenn da so große Flächen sind, dann sehe ich ja nicht mehr, was das eigentlich ist. Und so, die geht jetzt, ja, so lala, die geht schon noch. Aber ja, wenn es halt so groß ist, dann ist halt nicht der Effekt da. Sage ich mal so. Ich mache das jetzt mit schwarzem Gesso. Könnt natürlich weißes nehmen. Ich habe vorhin auch mit weißem es versucht. Das sieht man dann auch das Ergebnis. Ist auch sehr schön. Jetzt machen wir die einmal mit schwarz. Könnt schwarze Acrylfarbe auch nehmen. Und ich gebe immer Vogelsand dazu, dass diese Paste, das ist jetzt eine vom Vorteil, die hat da so Kalk. Stückchen, glaube ich, sind das. Also grobere drin. Das ist jetzt nicht so optimal dann in der Schablone, weil dann ja, ist es immer so im Weg oder stockt so, wenn ich es drauf schmier. Vielleicht vorher sieben. Und mit Sand verläuft es auch nicht so unter die Schablone rein. Drum tue ich immer Sand mit rein. Das ist eine dicke Paste wert. Und mir gefällt es auch, wenn es schabloniert ist, wenn es ein bisschen rauer ist. Es wird halt dann rauer durch den Sand. Wenn es einmal unten rein läuft, finde ich es nicht schlimm. Das gefällt mir sogar, aber wenn es zu extrem ist, dann ja, ist es halt nicht mehr schön. Dann sieht man vom Muster nichts mehr. Ich gehe nicht ganz runter, weil ich das ja vielleicht irgendwann abschneide. Ich mache das eher so in dem Bereich ungefähr. Man könnte es jetzt als erstes einmal trocknen, weil wenn ich jetzt da gegenüber nochmal schabloniere, dann ist halt die Gefahr, dass ich mit der Schablone da reinkomme. Also vielleicht erst einmal trocknen. Ich mache es jetzt einfach so weiter. Wird jetzt schon nichts passieren. Dass ich da nicht ganz schabloniere, decke ich jetzt da mal ab noch. Schablone lege ich gleich in Wasser, mache es sauber, weil sonst kriegt ihr das nicht mehr weg. Das ist sehr wichtig und ich werde es jetzt anföhnen. Es wäre jetzt auch schon sehr schön, dieses Band, und da ja jetzt im Vogelsand eben diese Schalen drin waren, hat jetzt das beim Drüberziehen ein bisschen so mitgezogen und ist halt nicht so super korrekt. Wenn euch das stört, dann sollten wirklich sieben. Dann machen wir mit denen weiter. Die tue ich jetzt noch ein bisschen einfärben, vielleicht mit Schwarz. Die Ränder ein bisschen. Ich gehe da am Rand auch nochmal mit Schwarz drüber. Und da auch ein bisschen innen drin. Mit zusätzlichem Schwarz schaut es auf jeden Fall noch besser aus. Dann werde ich mich mal, glaube ich, so entscheiden. Da kann ich mir jetzt so einen Fensterausschnitt, ist eigentlich wie so ein Passepartout, da platzieren, was mir jetzt da gefällt.
So in etwa. Und darum ist eben wichtig, dass die Schablone, das Muster wirklich klein ist. Also das ist wirklich auch schon grenzwertig, weil sonst sieht man nur noch einen Farbpatzen. Da könnte man auch noch mal ein bisschen wegreißen. Diese Rahmen kann man ja noch verschönern. Man könnte jetzt bei dem gewählten Papier, ist jetzt schwierig, aber ihr könnt ja da eine Stempelranke rüber machen. Oder ihr könntet mit der Nähmaschine Zickzack, Geradenstich oder nähen. Zeige ich euch gleich im Anschluss. Jetzt sind wir da, bei denen haben wir gedacht, du jetzt einmal rumsticken mit deinem grünen Standardwolle. Da mache ich jetzt keinen aufwendigen Stich, weil ja, das spricht ja schon für sich. Man könnte es auch so belassen. Die Reste klebe mit am Teser hinten an. Da mache ich keinen Knoten, weil sonst wird es so hoch, so uneben. Das mache ich jetzt mit alle drei und dann klebe es mit einem Flüssigkleber, einem Tacky-Glue. Liebe das da drauf. Also da sieht man ein bisschen eben die Schrift vom Lexikon. Das gefällt mir ganz gut, dass das nicht so korrekt abgeschnitten ist. Und bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr gut. Also dieses Türkis von diesem Tapetenpapier finde ich echt sehr schön. Da muss man gut andrücken, weil die Strukturpaste ja ein bisschen erhöht ist. Dann mache ich da unten noch so einen Stempel hin. Das ist jetzt nun fertig. Jetzt gehen wir mal zu den anderen noch. Bei diesem da habe ich weiß schabloniert, habe die Rahmen verkehrt rum gemacht, habe Lexikonpapier einen Rahmen gemacht und habe darunter so ein Kartonpapier geklebt und dann so ausgeschnitten. Und habe es richtig mittig platziert. Mir gefällt es, glaube ich, fast so besser. Und habe das dann, ja, angenäht, rumgenäht. Und dann draufgeklebt. Die Gucklöcher, da bin ich mit schwarzem Woody ganz leicht mit dem Pinsel drüber gegangen, dass sie das Gesso verfärbt. Also wenig Wasser nehmen, weil sonst geht es in den Hintergrund, wenn das nicht irgendwie behandelt ist oder geschützt ist, dann verläuft die Farbe vom Papier. Das sollte man da beachten. Ist auch ganz nett so. Dann habe ich da noch so einen Streifen, das würde der Herr nicht sagen, da habe ich es genauso gemacht. Und habe dahinter eben diese Kabinettkarten geklebt, die Kopien. Da wollte ich noch so einen Stoff darunter nähen, das mache ich jetzt auch gleich nochmal. Gefällt mir auch ganz gut. Da mal ist es auch wieder ein bisschen versetzt. Aber es ist alles Geschmackssache. Das kann man echt machen, wie man mag. Man sieht jetzt schon, dass das sehr unterschiedlich ist, aber im Prinzip ist immer das Gleiche. Aber die Papiere sind halt schon ideal, weil die so unterschiedlich von den Farben her sind. Also da hat man nie was Gleiches. Da kann man echt schön spielen damit. Jetzt tue ich mal diesen Streifen Stoff mit einem geraden Stich annähen und dann klebe ich den noch drauf und dann ist das eigentlich auch fertig.
Da habe ich ein paar so Falten mit dazu gemacht, so überlappen lassen. Da habe ich es jetzt noch freilassen, den Stofffetzen. Da habe ich ein bisschen eine Unterbrechung drin. Man könnte es so auch schon verwenden. Und ja, da klebe ich jetzt die mal da nochmal drauf. Das sind jetzt einmal drei Möglichkeiten, wie ein Bellyband aussehen könnte. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr. Aber es ist eine schöne Sache, das macht auch wieder sehr viel Spaß und ist echt sehr einfach. Es ist doch ein toller Blickfang. Schauen wir mal, wie das im Journal ausschaut. Das interessiert mich jetzt. Ja, das hat halt zufällig jetzt diese Spitze dort und das passt ja halt gut dazu. Ja, da sieht man halt, dass eben zu lang ist, aber das kann man dann eben kürzen. Je nachdem. Hier würde es mir sehr gut gefallen. Die Farben passen halt zusammen. Aber da findet man mehrere Stellen, wo das passt. Notenpapier dahinter. Super, schaut echt gut aus. Als Lesezeichen würde es mir jetzt auch ganz gut gefallen. Unbegrenzte Möglichkeiten. Probiert es aus und ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.